Hallo und herzlich willkommen bei der Christ-Expertenwelt. Mein Name ist Steff. Und mein Name ist Diana. Und heute geht es um das Thema Cut, den Schliff eines Diamanten. Es ist eines der vier Charaktereigenschaften, die zur Preisbestimmung eines Diamanten herangezogen werden. Der Schliff ist das Kriterium, was der Mensch direkt beeinflussen kann. Während die anderen Kriterien, also wie Karat, Color und die Clarity, von der Natur vorbestimmt sind. So, und das Thema Cut geht wirklich schon eine lange Zeit, denn seit über 2000 Jahren, man mag es kaum glauben, wird der Diamant schon als Schmuckstein verwendet. Aber erst im 14. Jahrhundert hat man angefangen, die natürlichen Kristalloberflächen zu polieren, um eine Erhöhung zu bekommen und einen optischen Effekt. So einen Diamanten haben wir hier einmal mitgebracht, wo man das sehr schön sehen kann. Und dieser hat diese schöne spitze Form, und diese Erhöhung konnte man dann auch ganz gut schon im Schmuckstück verarbeiten und eine tolle Wirkung erreichen. So, aber das hat natürlich nicht gereicht, ne, wenn man dann an heutige Diamanten denkt, sondern das ging dann weiter bis ins 15. Jahrhundert. Hat man angefangen, die Oktaederspitze oben einmal abzuschleifen und hat eine Tafel damit erreicht. Eine große Oberfläche, so wie Steff das gerade auch einmal zeigt. Und auch unten die Spitze wurde abgeschnitten und wir haben unten dann heute eine Kalette. So, und durch dieses Weiterverarbeiten des Diamanten, das ging dann halt weiter im 15. Jahrhundert, durch die Entstehung von Schleifmaschinen oder Schleifsteinen, hat man auf Anraten des Kardinals Mazarin, des französischen Kardinals Mazarin, hat man quasi einen Diamanten geschliffen mit 34 Flächen. Und davon sind 32 Facetten und eben plus die Tafel, also das, was Steff gezeigt hat, oben diese gerade Fläche und unten die Kalette. Die Steigerung des gerade eben angesprochenen Mazarinschliffs ist der sogenannte Peruzzi-Schliff, benannt nach dem damaligen Schleifer Peruzzi, ist etwa Ende des 17. Jahrhunderts entstanden. Eher bekannt, ehrlicherweise, als Altschliff. Das ist quasi die Vorform von dem heute beliebten, bekannten Brillantschliff. Und ein Diamant darf sich nur dann brillant nennen, wenn er insgesamt 56 Facetten, also mindestens 56 Facetten hat, davon eben auch einmal die Tafel und die Kalette als Spitze und tatsächlich, was wichtig ist, dass er auch rund geschliffen ist. Und gerade bei so einem Brillanten, der hat eine ganz besondere Brillanz, ein ganz besonderes Funkeln. Aber nicht nur die Facetten tragen dazu bei, sondern eben auch die Proportion ist wichtig, sodass die Höhe im Verhältnis zur Breite richtig berechnet ist. Und idealerweise ist es so, dass das Licht von oben über die Tafel in den Diamant eindringt, über die Facetten verteilt und reflektiert, wieder nach oben über die Tafel den Diamanten verlässt. Dann sind die Proportionen ideal und das Funkeln kommt noch besser zur Geltung. Ich habe zum Beispiel einen Brillantschliff, zumindest ein Solitär mit einem Brillantschliff, heute mal am Finger. Und hier kann man auch sehr schön dieses Funkeln sehen. Ja, also zu dem Brillantschliff, der natürlich einer sehr großen Beliebtheit entspricht, gibt es natürlich auch noch andere Schliffe. Und wir haben auch ein paar mitgebracht heute. Einmal hier vorne, das ist so ein Tropfenschliff. Haben wir auch die Kette hier. So wie es der Name schon sagt, ist wie ein Tropfen geschliffen. Oder hier ist mal ein Emerald-Schliff. Der ist ein bisschen eckiger geschliffen. Oder auch hier ein Viereckschliff. Dann haben wir hier einen Herzschliff mit einem Diamantschliff, also Brillantschliff drumherum. Das ist immer abhängig von dem Schmuckstück, was man bearbeiten möchte oder eben auch wie der Geschmack ist. Und wenn ihr jetzt noch Fragen oder ein Feedback zur Sendung habt, dann lasst uns gerne einen Kommentar im Kommentarfeld. Oder besucht uns auf unseren Social-Media-Kanälen.